Und die drei jungen Männer, die jetzt zu uns kommen, meine Damen und Herren, sind the next Ludolfs. Also da sind zwei von den ehemaligen Ludolfs sind dabei. Ja? Aber jetzt ist auch der Sohn von Uwe dabei. Ja? Und die starten jetzt demnächst bei Kabel 1 mit ihrer neuen Show, die Ludolfs, das Schrottplatz-Imperium ist zurück. Hier sind Uwe, Manni und Tommy. Herzlich willkommen. Wie geht's? Auch uns geht's gut. Ja. Geht's auch gut, haben wir gehört. Mir geht's auch gut. Ihr habt einen neuen mitgebracht. Du bist Uwes Sohn. Genau. Ja. Und mein Neffe. Der jüngste von meinen Söhnen. Ja. Ja. Eine Runde größer, aber ja, manchmal gar nicht, aber ich bin der Sohnemann. Genau. Ja. Es gibt jetzt die Ludolfs in einer neuen Variante bei Kabel 1. Das heißt, die Ludolfs, das Schrottplatz-Imperium ist zurück. Worum geht's? Genau. Ja, es geht um eine komplett neue Firma. Wir spezialisieren uns auf Youngtimer, Oldtimer, ist aber immer noch ein Bestseller. Auf Youngtimer und Oldtimer-Teile spezialisieren wir uns. Youngtimer und Oldtimer? Teile, genau. Youngtimer sind jüngere Autos? Jüngere ja, Autos. So 20 bis 25 Jahre. Youngtimer, Oldtimer. Ah, okay. Ja, genau. Youngtimer ist ein Auto, was 20 bis 25 Jahre ist. Ja, kann man sagen. Und Oldtimer sind ab 30 Jahren dementsprechend. Ne? Okay. Und da spezialisieren wir uns drauf. Haben natürlich auch für neuere Autos Teile, so bis 2015. Aber unser Herz liegt dann schon an den Young-Oldtimer-Teilen. Okay. Und da kriegt man so ein bisschen Einblick in das Business, aber auch so rundherum in die Familie, in die verschiedenen Familien, genau, die es ja sind. Da ist meine Frau dabei. Ja. Mein Mann ist seine Frau, der ist ja frisch verheiratet. Ja. Drei Jahre. Ich war noch an Üben, er will noch Nachwuchs schaffen, aber es klappt kommt nicht. Ja. Bei mir kommt noch warm Wasserdampf raus. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich werde 32. 32? Ach, dein Sohn ist schon 32? Er ist der Jüngste, die anderen sind noch älter. Ah, okay, ach so. Ja, ja, ich habe noch... Tochter, ältere, Sohn und vier Enkel. Mein Gott, da war aber nicht mehr beteiligt. Aber ich kann auch mehr Enkel. Aber lass uns mal, kein Problem. Lass uns mal reinschauen. Es gibt da ein paar interessante Ausschnitte, auch von deiner Frau. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon mal einen. Oi, oi, oi. Das war gut. Und war nur zwei. Ja, ein Ausschnitt aus die Ludolfs, das Schrottplatz-Imperium ist zurück. Startet am 10.01. Ja? 10.01. Immer sonntags gegen den Tatort. Guter Sendeplatz. Wer hat euch den empfohlen? Wir haben uns selber haben es ausgesucht. Ja. Das heißt, du bist jetzt aber der Chef in dem Laden, ne? Ja, einer muss die Verantwortung übernehmen, ne? Ja. Okay. Also, aber nur Chef auf Papier. Chefi. Also hab eh nichts zu sagen. Von daher, ja, die machen eh, was sie wollen. Genau. Ah, ist es noch so, ja? Ja, ist immer noch so. Von wegen ist schwierig, die beiden in den Griff zu kriegen, ja. Okay. Das kriegen wir schon. Jetzt haben wir noch einen Ausschnitt, da geht es um die Kunst von Manni. Ja, möchte gern Kunst. Ja, lass mal gucken. Das sieht ganz interessant aus. Ja, Mannis Kunstwerke. Da kann man auch noch ein bisschen was dazu sagen. Manni macht Kunst, das wissen viele auch nicht. Und zwar hat er letztes Jahr angefangen zu malen, experimentiert rum. Wie man hier sieht, mit den Aufklebern. Dann existieren noch ein paar andere Bilder, also zum Beispiel hier hinten, das mit den Blumen. Das ist auch sehr schön. Ja. Hast du vorher gar nicht gemalt? Oder? Doch, schon.
Ewigkeiten, schon im Kindergarten. Da war ich aber auch gar nicht drin im Kindergarten. Ah, okay, aber das waren jetzt die einzigen Bilder, die du gemalt hast, oder hast du noch mehr? Ne, mehrere hundert. Mit was? Mehrere hundert. Also sehen noch mehrere schlimmer 100? Aus. Ja, vergessen. Immer auf dem Dachboden. Die würden auf Klo hängen, woanders nicht. Mehrere hundert? Ja. Schon mal dran gedacht, die zu verkaufen? Der muss doch noch Geld drauflegen, loszuwerden. Ja. Ja. Was ist denn deine Aufgabe jetzt in, in der Serie? Ja, ich finde, wir brauchen einen normalen. Normal, ja, normal ja. Ja, je nachdem. Also manchmal bin ich mehr im Faulenzen und manchmal bin ich auch schon ganz schön arg am Schaffen, weil die Jungs gucken auch viel sehr gerne zu, ich sag mal so. Ne? Stehen außen. Okay. Und ja, hat nicht immer Lust, ne? Da muss ich schon ein bisschen zwischendurch antreiben. Ne? Ist das auch wieder im Westerwald? Auch im Westerwald, das sind Linden und ja. Das auch im Westerwald, genau, richtig. Da stellt sich Linden. Ne? Gibt es denn da genug Kunden für einen Schrottplatz? Youngtimer, Oldtimer-Teile sind auf jeden Fall beliebt, ne? Ja. Definitiv. Ja. Also wir haben da viele Fanclubs, von Opel über BMW, Mercedes, sämtliche Fanclubs in der Richtung. Die Teile sind auf jeden Fall gesucht. Das sind alles Originalteile, die wir haben. Wir haben bis jetzt schon so 80 bis 100 Tonnen Material. 80 bis 100 Tonnen? Ja. Ja. Neumaterial, seit 10 Jahren sammeln. Lagerbestände. Richtig. Die kaufen international auf. Ja. Und das habt ihr dann alles? Wer ordnet das alles? Das müssen wir machen. Das macht ihr. Ja, ich sag immer von wegen. Also normalerweise sollten die Jungs jetzt einzuziehen, die Teile. Ich wollte ja vom Haufenprinzip ganz gerne weg. Ja. Warte aber Monate schon drauf, dass sie mal einen Teil irgendwie einräumen. Thomas, ich habe eine gute Idee. Wir brauchen einen neuen Praktikanten. Stefan, wäre das nicht was für dich? Nein. Nein, gar nicht. Das wäre doch gut. Ein Paprikant, das wäre vielleicht interessant für mich. Ja? Aber ein Praktikant nicht. Nee. Wäre aber schön. Ja. Ich denk noch mal drüber nach. Cool. Ich habe ja noch Zeit, oder? Ja. Also ab dem 1.10. startet die Ludolfs, das Schrottplatz-Imperium ist zurück bei Kabel 1. Viermal sonntags läuft das dann immer. Ja. Viel Glück, viel Erfolg Dankeschön. Damit. Ja? Und viel Spaß im Westerwald.